Hi. Oh, ich habe heute so ein Operetta-Look gemacht. Das ging auch ganz gut mit diesen Haaren. Es war eigentlich ziemlich einfach, das zu machen. Ich versuche mal irgendwo das Licht zu finden. Also komischerweise ist sie ja so geschminkt mit Orange und Gelb und dann halt zum Dunkeln dieses sehr, sehr schöne Rotbraun, Kastanienbraun, Rostbraun oder auch Möbelbraun. Ja, das habe ich tatsächlich alles mit dieser, also fast alles mit dieser Dare to Scare Palette von Rossmann gemacht und auf den Lippen habe ich dieses Cherry Red. Da steht auch die Nummer 10 Cherry Red. Und als Lippenstift, genau, als Lippenstift habe ich die Nummer 6, dieses Cherry Glazed. Wie das da war, Cherry Glazed. Ja, jedenfalls gut. Die Jogginghose, die ich jetzt anhabe, die passt jetzt gerade nicht. Ich hatte eigentlich eine Jeanshose an. Das war sozusagen ziemlich einfach. Als Make-up-Base hatte ich von Rossmann einfach nur das benutzt und dann meine Foundation drüber gegeben. Warum ich das erzähle? Also, es war eigentlich dieser Puppenlook. Ich habe auch lilane Nägel, weil die Folie von dieser Operetta ja auch lila ist. Da heute Freitag ist, ist es ein bisschen anders da. Ich habe übrigens Spinat und Fisch gekocht. Ich finde Operetta sehr, sehr gut. Als Puppe. Bei ihr ist halt immer nur, wenn man einen kleinen Fehler macht, dann ist es direkt falsch. Und Farben hat sie halt bestimmte Farben und andere wiederum nicht. Und die werden halt auch ständig anders kombiniert, ne? Die Haare sind aber ziemlich einfach. Was ja bei den anderen nicht so einfach ist. Also für mich sah das dann schon so aus wie dieses Scaris zum Beispiel. Ein gepunktetes Kleid habe ich aber nicht gefunden. Und die ganzen Sachen in H&M habe ich mir auch nicht kaufen können. Aber ich hatte halt die Schminke tatsächlich da. Und genau, vielleicht wollten wir nochmal genauer über die Töne von dieser Dare to Scare Palette reden. Die sind nicht alle perfekt. Man braucht schon noch was anderes. Aber zum Beispiel Gelb. Operetta hat sehr, sehr viel Make-up mit Gelb. Und da ich mir da nichts finden konnte, hatte ich noch diese Hot Chili, Tasty Chili Palette von Revolution. Die kostet ja auch nicht viel. Und da bin ich dann einfach in diesen Gelb-Gold-Glitter gegangen. Und das heißt Hot Mess. Das ist eine kleine Abwandlung praktisch von dem Make-up, weil eigentlich passt sowas wie Pepper, so ein mattes Gelb, besser, aber halt die Gelb. Töne. Man fragt sich halt immer, warum hat die jetzt die Schminke so nicht anders? Es gibt ja auch immer ganz verschiedene Puppen. Die Tagespuppe immer mit Gelb und so. Und die Abendpuppe halt sehr dunkel, wie die alle immer dunkel sind. Auf jeden Fall habe ich dieses Orange benutzt und dieses Orange, weil sie auch zwei Orangetöne kombiniert hat. Und sehr, sehr gut gefallen haben mir diese drei Brauttöne. Die habe ich einfach nur zum Smoken benutzt. Also sehr, sehr schön diese. Moment, nein, das, das und das. Das sind drei Brauntöne. Man sieht das halt leider nicht richtig, aber das sieht so aus wie Holzmöbel. Antiquitäten, so wie ein Herrenhaus, so
Und die sind sehr schön am Glitzern und das, also so wie extremster, echt sehr, sehr reich irgendwo, wahrscheinlich. Ja, meine Oma hat auch mal solche Möbel bewohnt, aber das lohnt sich natürlich ja dann, wenn man einfach diese Holzmöbel, diese Stammbetten da hat und so. Das lohnt sich ja dann, wenn man da 70 Jahre oder so drin wohnt. Auf jeden Fall das und das hat mir sehr, sehr gut gefallen an der Puppe, muss ich sagen. Falls das jemand nachmachen möchte. Mit der Folie, muss ich sagen, habe ich halt so ein Problem. Weil alles, was man benutzt, hat irgendeine Farbe. Und wenn man jetzt zum Beispiel diesen Garnier Micellenreinigungs, dann sieht das wieder aus wie so eine Folie. Dieser Ton könnte zum Beispiel Honey Swamp sein. Oder es könnte auch etwas anderes sein. Frankie Stein ist, glaube ich. Also wenn man sehr, sehr streng ist mit den Farben, ist die grüner als dieses. Aber da gibt es sicher heute noch andere. Und dann sollte man halt, um das genauso aussehen zu lassen, tatsächlich auch die Farben von der Hautfolie zum Pflegen benutzen. Glaube ich zumindest. Und das ist ja in ihrem Fall so ein Lila. So wie dieser schöne Pullover, den ich auch bei Primark gekauft habe, der fand ich passte auch eigentlich ganz gut. Die Puppe kann ja auch mehr Klamotten haben als zum Beispiel da angegeben. Die macht natürlich aber auch viele Partypuppen da mit diesem Polkadot und so. Gibt es halt verschiedene, aber die Folie, glaube ich, die ändert sich nicht so wirklich. Die ist lila, helllila, gräulicher lila nachts oder. Keine Ahnung, jedenfalls sehr kompliziert, um das ordentlich zu machen. Wenn natürlich auch die Cremedose die Farbe haben soll, wie die Haut der Puppe, ne? Oder das Duschgel halt. Aber so ist es halt, ja. Auf jeden Fall hat mir das sehr, sehr gut gefallen und ja, darüber dachte ich, halte ich nochmal so einen kleinen Plausch. Diese Farbe ist nicht ganz rot genug. Ich hätte besser härter blondiert und dann gemischt. Oder halt von Manic Panic eine Pillarbox oder Vampire oder weiß ich nicht was. Rockabilly Red. Aber mit Directions komme ich halt gut klar, weil die schonen die Haare etwas und man braucht nicht so viel Blondierung. Außerdem könnte ich halt mit dieser Haarfarbe auch dieses Mila Barrymore mit der Rose praktisch gestalten. Und das wäre dann praktisch so eine Wechselschraube. Je nach, wenn man vorne sieht ohne Hose, dann halt diese. Und wenn man halt hinten sieht, nur die Hose, dann halt die andere. Das habe ich mir halt so gedacht. Ja. Sonst gibt es gar nichts zu erzählen. Heute ist halt Freitag. Das ändert auch. Entschuldigung. Das ändert natürlich auch alles. Morgen ist Samstag. Vielleicht werde ich am Montag diese Polka-Dots machen. Und da weiß ich, da hat die in diesem Skate so ein Lime-Make-up. So grellgelb, grellgrün. Sowas in der Art. Das finde ich auch cool. Dass die da mitfährt, finde ich halt auch cool. Diese Cleo Denial oder diese Torelei oder diese irgendwas anderes fährt ja nicht mit. Und Dracolaura sieht halt wirklich aus wie ein Chinese, muss ich ehrlich sagen. Und das mag ich halt. Also passt mir jetzt nicht so. Schönen frischen Fisch. Den Fisch habe ich bei Rewe gekauft. Ich hatte aber letztes Mal die Mayonnaise, glaube ich, bei Aldi gekauft, weil die kein, wie soll ich sagen, Fischmesser hatte. Meine Oma
übrigens früher auch. Und da gab es natürlich als ein Restaurant oder so, gab es Lachs und Zander. Mir hat der Zander nicht so gut geschmeckt, aber da haben die mir eine Soße gemacht aus Avocado Schaum. Ja, und das habe ich als Kind in der Sachsenhäuser Warte gegessen. Da war ich ungefähr 10. Also Kochen war auch wirklich eine Leidenschaft für mich. Ich glaube, ich würde auch gerne eine Koch- oder Diätassistent-Ausbildung machen. Vielleicht gibt es dann auch sowas wie, der Koch kommt zu dir nach Hause und oder irgend sowas. Oder der Einkaufskoch kommt zu dir nach Hause und kocht für dich. Fände ich zum Beispiel auch geil als Job oder so. Das würde ich tatsächlich auch machen. Die Leute müssen halt erzählen, wie viele Leute die sind, wann die essen wollen, was die gerne essen und wie viel Geld die dafür ausgeben wollen. Wenn die da Kinder hätten, dann wäre es natürlich auch einfach jeden Freitag Fisch mit Spinat und so, und das können die auch selber. Aber dann kann man auch gleich eine Nanny oder so in der Art sein. Also ich finde das voll cool. Ich finde das auch cool mit den Klamotten. Bei Aldi habe ich übrigens auch meine Lieblingsschupfnudeln gekauft, weil ich habe in den anderen Supermärkten geguckt, ob die sowas haben. Weil Schupfnudeln kann man in 2 Sekunden, die lohnen sich halt, in 2 Sekunden braten als Kohlenhydratbeilage. Oder auch als Nudelersatz einfach in die Soße schmeißen. Die schmecken etwas, ich würde sagen, etwas mehliger als Gnocchi. Gnocchi gehen ja auch. Aber ich glaube, die kann man nicht braten. Die muss man, glaube ich, mit Wasser machen. Wohingegen diese Schupfnudeln eine ganz glatte Oberfläche haben, die man auch schnell in Öl anbraten kann. Das halte ich für sehr, sehr gut. Naja, hier im Theater bin ich jetzt nicht gewesen. Also Hamburg Dungeon oder so. Ich stand einmal davor und da war alles ausgebucht. Und irgendwie hieß es, da kriegt man gar keine Plätze. Ja, da musste man wohl wieder gehen. Hinterher habe ich es vergessen und jetzt ist mir das zu teuer. Ich weiß nicht, was das war. Ich finde halt interessant, wann in Hamburg mal früher gefoltert worden ist. Aber die erzählen einem natürlich auch nicht, warum das so war. Die erzählen nur, dass es so war. Die erzählen nie, warum. Und da kann man die natürlich vollquaken, warum und so. Und darauf haben die ja, denke ich mir, eh keinen Bock. Das ist wie in Mathe. In Mathe kann man auch nicht fragen, den ganzen Tag, warum. Und dann sagen die dir, es ist so. Und das ist halt schon komisch, auch gerade bei diesem Minus und Minus gibt Plus. Also wenn ich dich jetzt nicht umbringe und du hast nichts, lebst später noch weiter. Und dann hast du halt mehr davon, als wie wenn ich dich gleich umbringe und nur ein Minus mache. Weil wenn ich sage, ich mache nur Minus, indem ich dich umbringe,
bist du weg. Aber wenn ich sage, ich mache jetzt so minus, ich nehme dir alles weg und du hast nichts, bedeutet der, dass du weiterlebst. Und hinterher, in denen ihrer Ideologie, halt noch mehr davon hast, dass du halt mit 30 noch lebst, weil du den Typen halt früher, sag ich mal, grob gesagt, nicht bumsen konntest, weil du 18 warst und ich dich dafür abknalle, aber dann mit 30 und das machen kannst. Und das ist halt bei dieser Saskia für mich in der Mathematik ganz klar Minus und Minus ergibt Plus. Weil früher abknallen hätte eigentlich gebracht, dass die den Typen nie gehabt hätte in ihr Scheißleben. Was auch wirklich solche Fotzen gar keinen Dreck interessiert, muss ich ehrlich sagen. Und die so lange leben zu lassen und sag ich mal, ne, dass das dann hinterher praktisch, dass das hinterher dann praktisch den Typen bringt, das ist für mich falsche Mathematik. Und das kann für mich nicht sein, muss ich ehrlich sagen. Aber im Plus enthalten ist ja praktisch auch, dass ich daran schuld bin, dass die überhaupt die Chance hatte, weiterzuleben, weil ich die gar nicht umgebracht hatte. Das heißt, das ist ja auch mit meinem Leben praktisch verschmolzen, sodass ich sagen kann, ich lebe aber nochmal als kleiner Mensch. Also als, ich werde wiedergeboren dadurch. Und das ist halt das, was ich, denke ich mir mal, von der Scheiße alle gedacht haben. Aber es ist halt voll schwer zu ertragen. Wenn man halt meinen Vater fragt, der sagt auch nur, der Typ ist ihnen in dem Fall scheißegal. Aber irgendwie, ich finde das schon sehr, sehr hart. Dass so, weil es ist nicht scheißegal, wer die Ehre hatte und wer nicht, ne? Und das finde ich schon, dass das so scheiße ist. Finde ich extrem schade. Aber es ist halt so. Ich bin ja auch als Kind schon zweimal gestorben. Einmal die mit den grauen Haaren, die ja auch logischerweise keine Mathe peilt, weil der Vater schon so alt war wie 100. Und einmal die mit den braunen Augen, die meiner Meinung nach irgendwas Verfälschtes peilt von den ganzen Leuten da. Die zwei Schlampen, sage ich mal, die sind, also für meine Empfindung, sind die halt weg. Und dann kann ich mir halt denken, naja gut, dann bringt mir diese Saskia auch einen Scheiß. Weil diese zwei Leben sind ja auch für mich interessant. Und für andere sind sie ja auch interessant. Was bringen die denn? Die eine sieht aus wie Rochelle. Wie Rochelle. Und die andere, naja, die sieht aus wie ein Mensch, der halt keine blauen Augen hat und braune Haare. Da fällt mir halt in dieser Monsterhai auch gar keiner jetzt so ein. Gibt es da so Leute? Es könnte ja eine Operetta sein, wobei ich muss sagen, in dieser Monsterhai geht es ja auch praktisch nur darum, blaue Augen zu haben und warum die eventuell verfärbt sind. Ich glaube, in dieser Monsterhai gibt es sowas gar nicht. Aber woanders gibt es, muss man sich halt vorstellen, wie das halt für mich eventuell wäre, aus diesem Kind etwas Richtiges zu machen und was es dann wäre. Und das ist ja auch praktisch komplett verschwunden vom Planeten, die Möglichkeit, die groß werden zu lassen und dann halt zu gucken, wie die aussehen. Und da habe ich mir halt wirklich gedacht,
Das reicht mir und deswegen bestehe ich auch mal auf andere Weise darauf, diese hässliche Fotze nicht nur nicht weiter mit dem ficken zu lassen, sondern halt auch tatsächlich abzuknallen. Und das habe ich denen halt mal als fetter Chinese gesagt. Und dass mir halt wirklich für meine Empfindung das fehlt. Für andere fehlt natürlich die anderen, aber ich finde ja auch, die Kinderwelt besteht ja auch aus einem Zusammenspiel. Ich denke schon, dass Kinder merken, dass andere Kinder da sind und sich darüber Gedanken machen, wer andere Kinder sind. Und dann frage ich mich natürlich, okay, haben die mich jetzt deswegen abgeknallt, weil es denen nicht passt, dass die sich über mich Gedanken gemacht hat? Oder kann es sein, dass die halt vom Planeten verschwinden müssen, weil ich denen ihre, ich will den ficken und ich muss das haben und ich muss das haben, irgendwann nicht mehr erfüllen kann, ohne, ich kann es nicht erfüllen und ich kann es auch nicht verstehen. Für mich sind das kleinkarierte Oberwichser und halt dieses so mit diesen und so, das kann ich nicht, das kann ich in einer Welt nicht ertragen. Und meiner Meinung nach sind halt die Leute, die diesen ganzen Kinderhaufen umgebracht haben, Hurensöhne, die nur damit klarkommen, diese Laura zu ficken und ein Riesenhaus zu haben und ein Riesenauto und etwas anderes geht in den Hirn nicht rein. Andere Menschen nicht, andere Umstände nicht, andere Geldzustände nicht. Und sie müssen immer besser sein als alle Menschen und vor allem halt besonders vorempfohlene Menschen misshandeln. Und halt auf jeden Fall alle misshandeln und nichts einsehen und so. Und das sind für mich Leute, die gehören wirklich auf den Müll. Und da muss ich sagen, ich könnte wirklich mal so einen Partybus machen. Und wenn ich schon weiß, der Türke denkt sich das, der scheiß Hurensohn denkt sich das, ich kann nur sagen, es ist nicht so, dass die Welt nach deiner Pfeife tanzt und dass du alle abknallen kannst, weil sich jemand was anderes denkt. Dann würde ich schon sagen, ich hole mal so einen Partybus und ich schmeiß die halt alle in den Müll. Sozusagen bringe ich denen nichts. Und dass die sich einen wichsen können, ist überhaupt nicht so. Kein Meter der Fall, weil die auch viel zu dumm und behindert sind. Also, dass ich Türken mag oder hier Leute, ne? Die haben sie halt nicht alle. Die können nicht leben, weil die zu dumm sind, weil sie sich in ihren braunen Augen nur irgendwas denken, wie die Welt ist und dass man den misshandeln kann und so. Aber ganz ehrlich, so eine Scheiße brauche ich mir gar nicht anhören und ich lasse mich von denen auch nicht nur so betrachten. Ich kann ja auch anders betrachtet werden. Und wenn sie dann natürlich sagen, sie haben nur ihre Wichse von da und ich weiß, das war ein Hurensohn, der einfach einfach das Maul halten soll und finde ich nicht, dass die leben muss, diese Jasmin oder diese sonst wer. Ihr Vater ist einfach nur ein beschissener Hurensohn und keine Ahnung von gar nichts. Mit denen brauche ich nicht reden, mit der Fotze halt auch nicht. Und wenn man dann halt so KZ-Filme sieht, dann sieht man halt, dass die dort alle sterben. Und da denke ich mir halt, die haben wahrscheinlich dem und dem Mädchen erzählt, das kann wieder so sein. Und das glaubt es halt. Und wenn es dann nicht so ist, dass die halt ihre Fresse halten vor gewissen Sachen, dass sie dann das nicht überleben kann. Das geht alles nicht. Aber meine Meinung nach ist wirklich, dass sie abgeschafft gehört und dass auch die Typen, weil ich meine, ich unterhalte mich vielleicht mit Menschen, die ein Gehirn haben, aber mit so dummen Leuten, die das nur einsehen, was einfach nicht ist, wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf den ihren Puff. Ich glaube nicht, da reingehen zu müssen. Ich bin auch kein armer Penner, der sich von denen bezahlen lassen muss. Entschuldigung. Dann können die gerne verrecken. Und das können die, ohne den Traum zu haben, sich überhaupt mal einzuwichsen. Das ist meine Meinung.
Und ich würde die alle abknallen. Dann habe ich hier keine Probleme mehr mit Arschlöchern, die meinen, die müssen sich in dem Moment, wo sie dieses Kind sehen, einwichsen, weil sie das echt nicht müssen. Und da finde ich halt schade, dass sie das nicht mal verstehen können. Aber für ihr eigenes Kind können sie es bezahlen, denken die sich. Und dann denke ich mir halt, nee, können die nicht. Können erstmal aufhören zu leben, bevor ihnen ein Schwarzer sagt, dass die überhaupt leben, dass sie überhaupt die Chance haben, das kapieren die ja kein Meter, wie scheiße die ist. Und die würde ich halt auch abknallen sofort. Und das wäre mir scheißegal. Ich meine, die hat ja in ihrer Fresse, in ihrem Scheißgehirn noch nie gelebt. Glaube ich. Wenn die bei uns abhängen würde oder so, okay, aber die hängt ja eindeutig nur bei denen ab. Und ist voll der Nazi. Wo man einfach mal sagen muss, das sind nicht deine Freunde. Und versuch mal nicht weiter, denen das einzureden. Und so, nee, so funktioniert es immer gar nicht. Finde ich. Sollte jemand anderes schenken, fertig. Oder soll sie die auch mal leben lassen? Damit die Arschlöcher, die scheiße sind, verschwinden. Weil er hat ja nur recht. Dass er einfach Leute, die scheiße sind, abschaffen will. Und ich brauche die auch nicht in meiner Fresse. Kann ich ja auch nur 5-mal sagen. Ich versuche immer ein Gespräch und dann stelle ich fest, es hat keinen Sinn. Und dann sage ich, okay, ich bin nicht die offensichtlich. Werde ich nicht bezahlt? Werde ich ausgelacht? Werde ich gedemütigt, weil ich nicht diese Laura bin? Oder halt, es gibt noch viel, viel bessere als die mit Doppel-F-Titten und so. Denen ihre Wahrheit ist auch unwahr, weil sie nur unter irgendwelchen Bedingungen überhaupt irgendwo hin kann. Und nee. Dass die jetzt noch Bock hätte, mit denen glaube ich auch nicht. Und dann noch, was es kostet. Und dann noch bitte Stepp auch hinterher. Also, ist mir scheißegal, wie dumm die alle sind. Ich will die wirklich weg. Und da muss ich sagen, da verstehe ich die schon. Dass man die einfach in der Genickschussanlage einfach alle wegmacht. Die haben hier kein Gehirn. Die haben eh nichts zu sagen. Die anfassen ist auch nicht. Und ich habe auch keinen Bock, mich von denen ihrer Wichse, was sich Jasmin nennt, so beleidigen zu lassen. Und bitte, ich brauche gar keinen von denen. Ich weiß, das sind Behinderte und sollen die doch da sterben. Mir scheißegal. Mir irgendwas erzählen wollen, ich weiß, mein Vater? Nee, das geht gar nicht und so. Ich meine, ich sage hier auch nichts, dass irgendeiner irgendwo ein Arzt ist oder so, ne? Aber hier, die denken, das wird als allererstes von der gesagt. Tschüss. Und das passiert halt nicht. Weil Jasmin es nicht will oder was. Ich will die hier nicht. Ich lade die nicht ein, schmeiß sie raus, fertig. Mir tun die auch nicht leid, wenn die mit 18 ohne den verrecken. Fertig, Ende der Geschichte. Ich hasse die und so und nee. Scheißegal ist das mal nicht. Aber naja. Man kann halt nur hoffen, dass sich irgendjemand mal so organisiert, das einfach mal zu machen. Und da kann man natürlich noch sagen, okay, ich habe blaue Augen. Was willst du von mir? Die hat so fette Titten, die ist so Scheiße im Internet, denkst du, die knallt mich ab und das ist meine Schwester. Kann man ja auch einfach so sehen. Und dann hat man genauso viel davon, wie als ob diese Saskia nie gelebt hätte. Weil, wenn diese Saskia nie gelebt hätte, hätte die mir direkt einen Typen gebracht. Und ich brauche die voll nicht dafür. Das ist halt die Sache.
Und ihr Vater ist irgendein scheiß Penner, ist mir scheißegal. Die hat gar kein Leben verdient, fertig. Mir scheißegal, der scheißegal. Ende. Der kann sich nicht erzählen, dass sie mit denen Pornofilme dreht, weil die hat so Titten. Fertig. Ich bin nicht der Mensch, der das gucken will. Und wer das dann noch gucken will, sind ja mal alle asozial. Also von daher, es macht immer nur gar keinen Sinn, dass irgendwer lebt. Weil wenn die jetzt zum Beispiel Filme anbietet mit ihren fetten Titten, dann gucken die das doch alle. Und bei dieser Saskia da, da guckt auch kein Arsch hin. Ist auch eine Meinung, dass die gar nicht lebt. Und dass das gar nichts bringt. Ich bin nicht der Typ, der das sehen muss. Aber es ist schon ein relevanter Unterschied. Und mich geht das definitiv nichts an, interessiert mich auch nicht. Nur mal so ein bisschen anders ist es hier, wenn das so ist, dass die da alle ihre Titten im Internet zeigen. Und das noch schlimm, weil die sind richtig groß. Die sind übertrieben groß. Und dann haben die noch so Fischhaare. Da kann man nichts zu sagen. Und deswegen habe ich dazu auch nichts gesagt. Die einfach nur mit dem Leben zu bedrohen, damit man selber, das würde gar keiner unterstützen, denke ich. Weil mein Vater interessiert es nicht, aber okay, mein Vater sagt auch nur, guck mal, die hat große Titten und der hat einen großen Schwanz, also ficken die zusammen. Such dir einen anderen. Und das auf nett gesagt. Und das ist dann natürlich, der hat ja gar keine Ahnung, was ich eigentlich haben will und so. Und dann irgendwann ist er natürlich auch auf Psycho gegangen und konnte nicht mehr ertragen, dass diese Saskia was mit dem Fisch hat. Weil sie ist selber eine Fischfotze und sie ist selber scheiße. Keiner weiß, wann sich ihr kackender Vater eingewichst hat und wo der überall herkam. Das Einzige, was sie labern kann, ist Scheiße. Ihr wächst die Hornhaut raus. Sie kann nicht ficken. Und dann knallt sie, sage ich mal, 10-mal die fetteste Titte von Deutschland ab, damit sie überhaupt mit dem ficken kann im Internet. Weil das kann die nie. Und ganz ehrlich, das ist der zu teuer. Und ihren Scheißvater ist es auch zu teuer. Gebt mich gar nichts an. Weil ich weiß, sie kann es nicht. Und als ob die keine Eltern hätte. Die kann nur, in dem Moment kann die nur gestorben sein. Weil ihr Vater erzählt dir so was anderes. Ich bringe dich in der Kamera mal eiskalt um. Und ich komme als Neger fertig. Das sagt der Vater. Sonst sagt er gar nichts mehr. Ja, und das muss man dann umbringen. Ich sag mal, da muss man es umbringen, da muss man es umbringen, da. Da, die sind zu 10 eiskalt und 25. Die hat die doch nicht alle. Und die Leute, die sie unterschätzen, haben die auch nicht alle. Das ist schon ein bisschen anders da, als ich bezahle nur, würde ich mal so sehen. Weil ich bezahle nur ist auch was anderes. Egal. Egal ist jetzt, dass sie tot ist und das hat mich halt extremst gefreut, dass es jetzt auch beendet ist und ich hoffe mir halt, dass die diese ganzen Fischvideos löschen, weil das ist wirklich für mich Psycho. Das zu gucken, kann ich nicht ertragen und da hasse ich mein ganzes Land dafür. Weil wer sich als Rumäne oder als Türke diese Billigwichsen Schlampe mit dem anguckt, kann mich an den Arsch lecken. Weil das ist nicht denen ihr Blut. Was der Vater hatte, war einfach nur Kacke. Und so. Und deswegen haben. Nee, das geht gar nicht in mein Hirn rein. Ist mir auch scheißegal. Die hätte man als Türke auf der Straße vergewaltigen sollen und das auch noch tot. Und das wäre das Einzige, was denen geholfen hätte. Und dafür sind die ja schon zu dumm, das zu machen. Tut mir leid, aber meine Ehre muss ja mal in Rumänien und in der Türkei mehr wert sein als ihre Ehre. Und die hat überhaupt keine. In meinen Augen, weil die nur scheiße war. Ihre Mutter war scheiße und ihr Vater war scheiße.
Fertig. Ja, nee, das gibt's nicht. So ein Scheißcharakter wie die, die kann gar nichts. Und vor allem nicht meine Schwangerschaft wegsaufen, dass ich keine Kinder kriegen kann und überall erzählen, dass ich eiskalt bin und so. Das ist doch schon der schlechteste Charakter, den man haben kann. Mag die gar keine Kinder? Und wer das mit den Türken und jeden gemacht hat, war ja ich, weil ich bin ja dumm genug dafür und wertlos genug dafür, mich dahin zu schmeißen. Und ich sehe noch ein, dass die fette Titte das war. Aber die nicht. Wo? Hier. Habe ich mir gedacht, leg mich an Arsch. Ich bin Psycho. Naja, und jetzt ist die weg. Weil es halt auch wirklich irgendwann mal keine Menschen mehr in Deutschland gibt, weil die den ficken kann. Und das geht ja dann auch nicht. Also für den scheiß Wichser da oben geht's nicht. Fertig. Ja. Naja, dann viel Spaß noch beim Arm sein und beten und fromm sein. Viel Spaß. Tschüss.